Ari wahrscheinlich mit der beste Midlaner auf dem aktuellen Patch. Unfassbar stark, sehr lane-dominant, super viel Roam-Potential, Skirmish-Potential. Ihr könnt auf die ganze Map gehen, ihr könnt Sachen machen, ihr könnt Sidelane. Es ist crazy Champion zurzeit. Leider haben wir nicht die Rolle genommen, die wir wollten. Bekommen, die wir wollten. Aber wir können ja sehr leicht verlieren hier auch mit unserer Ari, nehme ich an, ne? Wir können ja auch sehr leicht verlieren. Okay, so, die letzten zwei. Schade, dass Ari jetzt schon dran ist. Na, aber mal schauen. Wenigstens ein richtig, richtig cooler Champion. Einer der besten Midlaner aktuell, Ari, by the way. Extrem stark. Oh mein Gott. Was ist denn dein Gameplan, Gandalf? Da, MT1, von denen lese ich immer mehr. Das ist auch irgendwie so ein deutscher Clan, wo es ganz viele gibt. Ganz viele Teams, ganz viele Spieler. Hat sich das Matchup ausgesucht. Ich bin mal gespannt, was er sich dabei gedacht hat. Vor allem mit First Strike, Weiger. Spekulativ. Und wenn man schon noch eine KI ersetzt, noch nicht. Aber bald, Leute, aber bald. Oh, das ist natürlich nicht cool. Jetzt ist das Problem, wenn er jetzt ein Cage um uns rumstellt und der Lee ist da, bin ich halt tot. Ne? Das heißt, ich muss jetzt hier den Reset nehmen. Und der darf das machen, weil der Lee ist gerade unter ihm und wartet hier. Also... schon frech. Ja, aber der Lee war da. Also ich musste respektieren für eine Weile. Er sitzt ein kleines Stück ahead auf mich. Ich hätte vielleicht versuchen sollen, aggressiv zu spielen, das erste Play. Da hätten wir vielleicht killen können einfach. Ich glaube, das Matchup top sollte terrible sein für Fiddlesticks, oder? Langfristig. Ich meine, im Early ist, glaube ich, immer fein. Okay, das ist also... Oh Gott, what are you doing, bro? Mein Gott. What is he doing? Die Potion-Rune nimmt man mittlerweile auf fast jedem Champion, ja. Oh mein Gott. Glück habe ich mir wenigstens TP aufgehoben, ne? Der hat Bot gegankt, ist direkt Mitte gegangen oder wieder Mitte gegankt. Der kleine Strezi. Gehen wir wieder Richtung Mitte. Aber dass wir halt nicht genug für Lost Chapter haben. Wir hardpushen jetzt hier einfach die Wave und dann schauen wir, ob wir einen Roam finden. Ist einfach ein bisschen mit denen spielen, weil wir währenddessen den Herald halt bekommen. Nicht den Herald, den Drake halt machen. Jetzt einfach, wir müssen halt ein bisschen chillen jetzt hier fürs Erste. Das ist nicht optimal, weil eigentlich, also ihr wollt gegen Weiger schon einen Vorteil generieren im Early. Wenn jetzt das reinpushen und dann die eine Platte nehmen, hoffentlich. Der aktive Lee Sin. Wir haben jetzt auch noch zwei Cookies, das heißt, wir haben noch genug Mana. Schade. Nice, kleiner 1v3-Kill. Man chillt, man chillt. War der größte Chill da. Stell euch vor, ihr seid jetzt der Lee und ihr habt so viel Zeit investiert in den Weiger. Und dann wird er einfach solo killed und verliert eine Platte. Das ist schon sehr unschön, ne? Ja, dass wir Malignance ganz knapp nicht haben, ne? Das wäre natürlich ein neuer Powerspike gewesen, nicht wahr? Neues wäre der gewesen. Was sind die direkten Vorteile der Potion-Rune im Vergleich zu meiner Mann? Da geht es einfach um Gold-Value, ne? Wenn du in dem Tree jetzt drin bist, weißt du? Es geht einfach schlichter um Gold-Value vom Inspiration-Tree. Und da wiegst du halt die Runen gegeneinander auf und das, die Potion-Rune gibt, glaube ich, aktuell die beste Gold-Value pro Punkt halt. Oder für den Punkt. Mir hat dir das Turnier gefallen gestern, beziehungsweise vorgestern, das Valorant-Turnier von Eli. Das war das Beste, das er bis jetzt gemacht hat, würde ich sagen. Das war absolut incredible. Ich habe mir tatsächlich auch so ein bisschen noch die Finalspiele und so angeguckt. Das war so ein Hype, war echt cool. Okay. Oh, sehr, sehr cooles Event. Lannister Flash Ignite is gone. Und wir haben unsere Malignose. Neben unserem CDR-Beat. Jetzt als nächstes spawnen wir Lichbane und dann Rabadons. Wie gesagt,
Ari wahrscheinlich mit der beste Midlaner auf dem aktuellen Patch. Unfassbar stark, sehr lane-dominant, super viel Roam-Potential, Skirmish-Potential. Ihr könnt auf die ganze Map gehen, ihr könnt Sachen machen, ihr könnt Sidelane. Es ist crazy Champion zurzeit. Ich glaube aber, dass du so ein Turnier auch einfach nicht balancen kannst, ehrlicherweise. Das geht nie. Aber es haben sich zwei extrem starke, gute Teams gebildet, die auch ihre Gruppen dominiert haben und das ganze Turnier dominiert haben. Und die haben am Ende ein super spannendes Finale gespielt, oder? Also ich würde sagen, das ist halt, also das natürlich die Teams, die auch am stärksten auf dem Papier waren, haben am Ende dann auch gewonnen oder gegeneinander gespielt. Ich finde, das kann, also das ist schon, das stimmt einfach. Ich meine, du hattest das Amar Army Fabo Team, die praktisch ja auch, sagen wir mal, wesentlich höher im Durchschnitt waren als andere Teams. Und dann hattest du das Chef Strobel Sane Dings-Team. So. Ist die normal, dass die babysitten dauerhaft? Ne, die haben aufgegeben und wollen einfach Streamtime, die Gegner. Das ist aber egal, weil Ari so mobil ist, weißt du, kommst einfach immer raus. Richtig schöne 3 gegen 1 Lane. Gute Practice, Boys, gute Practice. Die wieder zu. Ach, Janis. Ich meine, also bei Sane's Team, wer war denn das? Der dritte? Rohat. Oder? War Rohat? Rohat war halt auch krass. Das heißt, die hatten halt 3 richtig krasse Spieler, hatten die. Und dann hatten sie einen, der halt gar nicht spielen kann. Und dasselbe war bei Hami halt auch. Und die anderen Teams hatten halt alle nur 2 gute Spieler. Ich glaube, so kann man es sagen, oder? Also es gab praktisch 2 Teams, die 3 sehr gute Spieler hatten. Und die anderen Teams alle mit 2 sehr guten Spielern. Und das sind auch die, die von Anfang an, wo du halt wusstest, dass sie 3 gute Spieler haben. Du kannst das nicht. Ich finde, es war das geilste Event, das Eli bis jetzt gemacht hat, das ich mitbekommen habe. Ich finde, das war ultra geil zum Zuschauen. Es war relativ gut gebalanced und competitive. Besser kannst du es in einem Creator-Turnier meiner Meinung nach nicht hinkriegen. Hat ultra Spaß gemacht. Mit wem hast du gespielt? Ich hatte Unfair und Phoebe als die guten Spieler. Und dann Danny und Willi hatte ich. Willi hat noch gar nicht Valorant gespielt oder hat nur ein paar Spielstunden. Danny und ich sind beide Low Gold. Phoebe ist, glaube ich, Diamond aktuell. Und, sag mal. Why? Was war deine Peak-Elo? Platin 1 ist meine Peak-Elo gewesen. Aber also, wisst ihr, das ist halt auch, ob ich jetzt Gold, Platin oder Platin bin, das ist halt, die Leute, die ich als gut betitel, die sind halt immer Ascendant Plus. Und der Unterschied von Ascendant Plus zu einem Gold- oder Platin-Spieler ist halt gigantisch, habe ich das Gefühl. Ich habe legit das Gefühl, dass bei Valorant diese Unterschiede, wenn du aus diesem Goldbereich rauskommst, sind so groß. Das ist crazy, der Unterschied. Der Urgott ist schon nicht bad, oder? Na, der hat irgendwie sehr krüppelig angefangen, aber jetzt gerade spielt er richtig einen auf, ja. Na, aber, guys. Also, jetzt geht's aber langsam los, ja. Was habt ihr denn gegen mich, ihr Schweine? Schnapp mir dir Melzemo Apparatas! Zack! Weiß nicht, ob man jetzt hier Dorans verkaufen würde für den Neck Alternator. Nice. Ein schöner Fight. Ach Leute, das AWZ-Projekt neigt sich dem Ende zu. Ich habe Tränen in den Augen. Das war so schön. Das war jetzt so eine schöne Zeit mit League. Jeden Tag gefreut wie ein kleines Kind, dass ich wieder Dings spielen kann. Natürlich läuft der Fiddle um die Ecke. Oder ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, wie wir weitermachen von hier, um ehrlich zu sein. Ich daddel gerade so vor mich hin und trauere. Dieses Projekt war so schön. Ich daddel gerade einfach so ein bisschen.
Es schmerzt. Es schmerzt so sehr. Ich habe, wisst ihr, ich hatte im Januar hat so eine kleine Krise mit League. Das haben viele von euch auch mitgekriegt. Ich hatte wirklich eine Krise. Ich war kurz davor, eine Pause von League zu nehmen und Variety zu streamen bisher. So schlimm war es. Und dann habe ich dieses Projekt jetzt gefunden und ich hatte einfach so viel Spaß. Ich hatte einfach so viel Spaß. Und das hat mir so richtig wieder die Lust an League zurückgegeben. Und statt, dass ich irgendwie 7-8 Stunden traurig League gestreamt habe, hatte ich 10 Stunden am Tag Spaß mit League und so. Ja, echt ein gut. Das hat uns sehr viel gegeben, dieses Projekt. Also bei Eve, ne, selbst bei den Champs, wo wir gestruggelt haben. Am Ende des Tages war ich sehr, sehr froh drüber, dass wir die gemacht haben. Oh, das war echt sehr, das war ein easy quarter. Die Leona hat das so gut gespielt. Das ist ja echt bad von mir gewesen. Fuck, sorry Leute. Als nächstes kommt, also meine Idee aktuell, beziehungsweise das ist, also es gibt zwei gute Ideen von Zuschauern in meinen Augen, die mir sehr gefallen. Die eine Idee ist aus einem Stream diesen Sonntag. Und die Prämisse ist, das T1-Projekt hat mir ja sehr viel Spaß gemacht. Das T1-Projekt ist auf mehreren Rollen Challenger erreichen. So, das hat mir ja sehr Spaß gemacht. Das heißt, die Idee wäre, dass wir die Rollen, die mir Spaß gemacht haben, nehmen und nur die spielen und mit den drei versuchen, Challenger zu erreichen. Weil wer sich an das letzte T1-Projekt erinnert, der weiß, ich habe auf keiner Rolle außer Mittel Challenger geschafft. Wir waren Grandmaster auf 3 oder 2. Und auf 2 Master, aber wir haben nur auf eine Runde Challenger geschafft und das war Mitte. Also die Idee wäre praktisch, wir nehmen Mitte, Top und AD. Wir teilen die Woche ein, sodass wir pro Rolle 2 Tage haben. Und dann habe ich Varianz. Ich habe unterschiedliche Champions auf den Rollen. Und ich habe aber Tryhard-Content. AD war kurz vor Challenger, ja. AD war kurz vor Challenger. AD war meine zweithöchste. Jetzt kommt der letzte Champ. Und es ist Alistair. Und die zweite Idee ist aus einem heutigen YouTube-Kommentar. Kann ich euch auch einmal vorlesen. Die habe ich nämlich hier. Last Champ Standing Challenge. Das Ziel ist es, so viele LoL-Games zu schaffen wie möglich, beziehungsweise so viele Wins wie möglich. Die Regeln sind wie folgt. Am Anfang hat man den gesamten Champion-Pool zur Verfügung und kann für jedes Match frei auswählen. Sollte man aber eine Runde verlieren, darf man den Champ nicht mehr spielen. Runden, wo Leute AFK sind, zählen nicht. Wenn man mit einem Champion ein S für die Runde bekommt, darf man einen gesperrten Champ wieder freischalten. Wenn alle Champs ausgeschieden sind, ist die Challenge vorbei und es wird zusammengezählt. Man könnte die auch mit mehreren Leuten machen, ja? Also praktisch gegeneinander. Team that'll win, I say cool, 'cause it's gonna be whichever one I'm in.